So, schön, dass ihr mir zuschaut. War ja das Slippen, die X-te sozusagen. Ich habe hier ein paar Anmerkungen zu den Filmen, die jetzt folgen werden. Ich habe mein Boot erstmal leergeräumt, leicht gemacht, vor allen Dingen hinten. Die Räder bei dem Slipwagen sind ja hinten immer stark belastet. Ruder ausgehängt, Motor abgehängt und so weiter. Ich habe eine Leine am Kiel angeknotet, also mit einem kleinen Schäkel und dann angebunden, die ich dann durch den Slipwagen fehle. Leider habe ich das nicht gleich zu Anfang, bevor ich den reingelassen habe, gemacht, sondern wir haben ihn wieder rausgeholt, dann durchgefädelt und dann wieder reingeschoben. Aber das hat ja gut funktioniert und es hat sogar beim ersten Mal sofort gesessen, der Wagen. Hinten an dem Slipwagen, das habe ich ja auf anderen Videos schon gezeigt, sind zwei Leinen angebracht, die ich hinten auf die Klampen führe. Und wo Markierungen sind, von der Länge her habe ich so schwarz angemarkert, und ich sehe, aha, der sitzt wirklich vorne, richtig drin. Er kommt nie ganz nach vorne, aus irgendeinem Grunde. Ich bin dann im Spätsommer, tauche ich runter und knote das da fest oder schraube sogar den Schäkel rein, solange das Wasser noch nicht unter 15 Grad ist. Gut, hinten die Leine, das habe ich. Wir haben hier bei dieser Slipstelle eine Winde mit einem richtig dicken Kabel. Mein Kabel da an dem Sliptrailer, das ist mir immer ein bisschen dünn, deswegen habe ich oft einen Flaschenzug noch zusätzlich rangelegt. Aber gut, wir haben die Winde, ist dort vorhanden. Sonst nehme ich eben den Sliptrailer und dann fahre ich auch mit dem Auto und ziehe es raus. Die gesamte Einheit, das habe ich glaube ich auch mal gezeigt. Ich habe am Slipwagen zusätzlich zwei Stützräder. Die sind angeschweißt, die Halterung. Und das sind ja alles ganz billige Teile. Und dadurch kann ich ihn lenken. Ich kann ihn dann auch drehen, wenn er oben ist, und auf den Trailer ziehen. Und wenn ich ihn auf den Trailer ziehe, sollte der im angehängten Zustand, also der soll an dem Wagen anziehen, weil der ja natürlich vorne die Deichsel hochgeht. Wir haben Hölzer runtergelegt und wollten mit der Winde das Ding raufziehen, aber da ist auch nicht der Widerstand, also der rutscht weg, der Wagen. Also das war keine gute Überlegung. Ist auch überhaupt nicht gefährlich gewesen und nicht passiert, aber ich mache es nur noch, wenn es wirklich am Auto hängt und ich ihn dann auch mit der normalen Winde hochziehe. Ja, und die Bilder wird man ja sehen, wie wir das. Eigentlich geht das auch, wenn kein Ruder hinten dran ist, wenn man das Stück in die Steuer, da muss man eben sehr vorsichtig. Ich habe ein Petschel drin zu liegen gehabt und eben diesen Bootshaken. Und mein Sohn hat da gehalten und dann kann man ihn auch langsam rumdrücken und dann dahin lenken, wo man will. Okay. Viel Spaß bei den Bildern. Ja, tschüss. So, ich zeige jetzt mal meinen Hänger ins Wasser reingelassen. Vorne ist der Schwimmer, der ist so gerade drin. Man sieht schön, weil das Wasser schön klar ist. Hinten sind zwei Enten, die nachher hinten am Boot rankommen. Und oben die Rolle. Kommt eine Sache, die ich leider vergessen habe.
Boot schön reinzieht. Ja gut, ich gehe mal davon aus, dass die Tiefe stimmt. Der blauen Stoppe? Läuft sie? Gleich. Man hat natürlich ein bisschen viel gerollt, wa? Wir können ein bisschen korrigieren. Kann man den Wagen auch lenken, ansonsten landen wir gleich auf der Wiese. Kleines Stück noch. Ich denke mal, du ziehst Stop. Automatisch rüber. Ach so. Ich setze erstmal noch ein bisschen. Nur ein bisschen so. Also nur ein bisschen so. Und dann ein bisschen hochkurbeln, ja. Das hält den. Ja. Hier. Damit da ein bisschen Luft. Ja. Dass er die Räder hier ein bisschen entlastet. Ist. Ja, hier dreht sich dein Ziel. Ja. Okay. Na dann mal wieder ein bisschen weiter hoch. Fahren lassen, wa? Oder stopp nochmal. Stopp! Kurz mal. Ja, runter? Ja. Ist egal. Ein bisschen hinten. Guck, dass dein Rad wieder ein bisschen aufgeträgt.
wir das gekriegt. Nee, ist ja sehr gut, ist ja gut, ist ja gut. Wenn das Rad trägt. Okay. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass er gleich drin sitzt. Kannst du das Brett schon wegnehmen? Das war gut, gut.